Hans Meerstorm. Günther Willers. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Donnerwetter, das ist er also. Wart schon ewig auf dich. Sieht aber ein bisschen aus wie ein Kanarienvogel, wa? Aber auf 12 Stunden eine Stunde schneller als deiner. Trotzdem, meine alte Mühle ist mir lieber. Ja, komplette Wüsteneinrichtung. Klimaanlage, Turbolader, Sperrdifferential. Farbfernseher, Go-Go Girls, Sperrdifferential. Habe ich auch. Hans, bist doch nicht neidisch, oder? Nee. Ich find's bloß übertrieben, von der Firma die Europa-Ausführung einzuziehen. Na, Ostausführung, na hör mal. Ist aber angenehm. Komm, gib schon zu. Ist doch neidisch, ne? So ein bisschen. Mich zerreißt es fast. Komm, lass uns erstmal frühstücken. Nee, danke, hab keinen Hunger. Ich hab 2 Stunden gewartet, da hab ich schon allein gefrühstückt. Ja. Na, dann kann ich auch gleich wieder abfahren. Kann mir meine Mahlzeit auslassen. Da vor uns ist der Pass. Tenia oder wie der heißt. Ich wäre froh, wenn ich schon oben wäre. Scheiß Ladung. Könntest mir eigentlich ein bisschen was von meinem Zeug abnehmen? Ach ja. Wir schmeißen ein paar von deinen lieben kleinen Webstühlen rüber zu meiner Wolle. Ist ja ein Klacks für 2 Mann, ne? Du kannst mich mal kreuzweise. Nee, du, da fahr ich lieber schon. In Mercia darf ich dann wieder auf dich warten. Aber da gibt's wenigstens eine klasse Kneipe mit den richtigen Leuten. Und das Essen ist auch spitze. Und woher weißt du das alles? Von Anatol. Ja, ja. Und der hat's von August und der hat's von Wilhelm und der hat's von meiner Oma. Ich sag's ja, du bist ein fröhlicher Mensch. Aber nimm's nicht so tragisch. Ich hab eben die leichtere Fracht. Dafür aber den stärkeren Motor. Und die längere Leitung. Wenn du nämlich noch lange so weiterquatschst, dann kannst du hinter mir den Tenia hochzuckeln.
J'ai l'impression que vous êtes fou. À moins que vous ne savez pas lire. Dans ce cas, vous ne pouvez pas conduire. Ici, la vitesse est limitée à 20 km. Ja, ich bin ja 20 gefahren. Non, vous avez roulé presque à 100 km à l'heure. Allerhöchstens 30, aber mehr nicht. 100, monsieur. 100? Ja. Die kann ich ja gar nicht fahren mit der Last hier. De toute façon, vous avez roulé trop vite, monsieur. Schnell, de tour. Können Sie mir mal erklären, wieso hier 20 dran steht? Hier ist doch weit und breit nichts los, keine Baustelle und nichts. Das ist der Camion al Merx. Et vous venez avec moi. Was? Ihr wollt mich mitnehmen wegen einer Geschwindigkeitsübertretung? S'il vous plaît, ne vous imposez pas. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Venez avec moi au poste. Sinon, je suis obligé de faire usage de mon pistolet. Schat, sendet. Par le camion. Moment. Mit dem Ding fahre nur ich und sonst niemand. Damit muss man sehr sorgfältig umgehen. Wenn Sie Angst haben, kann Ihr Kollege gerne bei mir mitfahren. Ja, damit fahre nur ich, compris? Je comprends. Allez, je vais te faire. توا تنجم تسوق انت الكاميونه؟ اي نجم ما هو طلع مهف السيد. مهف؟ اي. توا نتفاهم معاه. توا à la voiture de la police. Compris؟ Nee, nichts compris. Da müssen Sie schon wirklich losschießen mit dem Ding da. Das ist mein Auto und das fahre ich, basta. Bon. تابعنا بالكلام. Ich kann ja verstehen, dass ihr sauer seid. Ich habe mich da vielleicht vorhin ein bisschen im Ton vergriffen. Aber deshalb braucht er mich da nicht gleich einzusperren. Was ist das? Ich bin ja schon alleine. Sie sind doch ein freundlicher Mensch, ne? Es kann doch nicht wahr sein, dass man wegen einer lächerlichen Geschwindigkeitsübertretung in den Bau kommt. Das ist durch nichts gerechtfertigt, das wisst ihr genauso gut wie ich. Könnt ihr nicht mal das Maul aufmachen, wenn man mit euch redet?
Ach, euch kann man wirklich nicht lieb haben. Die miesesten Würstchen sind die Landjäger. Die liegen einem schwer im Magen. Da muss man mit dem Schlimmsten rechnen, kleiner Scherz. Republik Federal Allemand. Firashai. Fotsch. Compris? Nix gut pour votre profession. Faut manger. Tu vas rester longtemps ici. Hein? Deux jours, trois jours. Hä? Das kann Tage dauern, meinst du das? Il faut manger. Oh je. Danke. Wenn ich Araber wäre, würde es dann auch Tage dauern? Bon. Très bon. Wir können uns ja auch ein bisschen unterhalten. Zu einem guten Essen gehört eine gute Unterhaltung. Zum Beispiel, ich bin der Franz. Franz. Und du? Mohammed bin Hassan. Mohammed. Wie der Prophet. Stolzer Name. Nee, nicht, was du denkst. Den Namen finde ich schon schön. Ich finde uns beide auch ganz schön beknackt. So, mit dem Gitter dazwischen. Ich komme ja vor wie im Zoo, weißt du? Bei den Affen. Verstehst du? Affen. Monkeys. Ja, das ist doch viel gemütlicher, ne? Danke, ich hab meine Suppe. Danke. Komm doch rein. Komm doch rein. Wisst nicht, oder? Ich würde niemals abhauen, hab da gar keine Chance. Aber du könntest mich abhauen. Alle Partie. Letztes Angebot. Regist! Er stoßt. La corruption de fonctionnaire est très sévèrement punie chez nous. Aber warum lasst ihr mich da so lange hier hängen? Hat doch ohne Korruption gar keinen Sinn. Verblatt! Okay, ich nehme es zurück. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Was habt ihr denn davon? Monsieur Tannock. D'abord, vous essayez de soudoyer un fonctionnaire. Puis, vous injurez le second. Vous pouvez vous attendre à une peine très élevée. Schon gut. Also, was habe ich zu erwarten? C'est le procureur qui décide. Et d'ici qu'il vienne par ici. Allahu Akbar. Und Sie haben keine Ahnung? Ich meine, Sie können mir nicht sagen, was ich dagegen tun kann?
300 Deutschmark. 300? Das war aber ein bisschen happig, ne? 400. 400, Mensch, seid ihr Wahnsinn. 400 Sekunden. 100. 200. On ne marchande pas avec les fonctionnaires. Wenn du uns gestern Abend nicht ein tolles Essen versprochen hättest, wäre ich schon einen Tag früher zu Hause. Was haben wir gehabt? Nichts. Wenn man mal wieder auf den lieben Franz Meerstonk habe warten müssen. Der Franz, der kommt bestimmt. Was wird denn der Franz sagen, wenn man ohne ihn angefangen habe? Der Franz, der hat mich ja noch nie hängen lassen. Hör schon auf. Kann dir übrigens gar nicht schaden, wenn du mal eine Mahlzeit ausfallen lässt. Tja. Wer hat, der hat. Mensch, ich mach mir echt Sorgen. Also ich nicht. Wenn er jetzt nicht bald kommt, hau ich ab. Haben genug Zeit vertrödelt. Der hat sich irgendwo hingehauen und vor lauter Müdigkeit eure Verabredung vergessen, wetten? Der kommt auch langsam in die Jahre. Quatsch doch nicht. Mit euch los? Hä? Na, nun habt euch mal nicht so. Seid lieber froh, dass er mich gesund und munter wiederfindet. Darum sollen wir uns freuen. Bin ja sehr gespannt, was jetzt kommt. Lass mir doch von euch die gute Laune nicht verderben. Die haben mich hops genommen auf der Polizeistation in Tenia. Die haben mich sogar eingesperrt. Und warum? Weil ich 30 Kilometer zu schnell gefahren bin. Das ist eine trostlose Sache, sag ich dir. Und wenn die Landjäger kein Herz gehabt hätten, 450 Deutschmark, dann säße ich jetzt noch da. Und wer weiß, wie lange. 450 Deutschmark? Ja. Wie sagst du, heißt die Station? Tenia. Hast du doch genau gehört. Was soll die blöde Fragerei? Ich hab noch nie gehört, dass in Tenia eine Polizeistation ist. Letztes ist doch in Hotchas. Dann haben sie eben dort eine neue eingerichtet. Glaube ich nicht. Könnt ihr mir mal sagen, wieso ich euch hier ankohlen soll? Du reg dich ab, Franz. Wenn ihr einen Grund hat, sauer zu sein, dann wir. Oma! Wimsja! Ist in Tenia eine Polizeistation? Tenia? Ja? Nein. Da aber nie eine. Na also. Nix na also. Da ist eine. Wetten? Wenn du so scharf aufs Verlieren bist. Um das beste Menü, das je in dieser Kneipe hier serviert worden ist. Einverstanden. Oma! Pass auf. Du schlachtest jetzt einen Hammel.
Hammel? Ihr Lalani! Man angelt, komm, alles. Halt, stopp! Und wie wird entschieden, wer recht hat? Ganz einfach, du nimmst den Wagen von Oma, fährst nach Tenia. Willers begleitet dich. Vier Augen sehen mehr als zwei. Und wenn ihr euch beeilt, seid ihr noch rechtzeitig zurück zum Essen und zum Bezahlen. Komm, Franz, ich hab Hunger. Oma, können wir deinen Jeep haben? Ja, halbe Stunde. Mach, okay. Da hing ein Bild vom Staatspräsidenten. Draußen hing die Staatsflagge. Hier habe ich die halbe Nacht gelegen. Aber hier gibt's niemanden, ist doch wohl klar. Bin doch nicht verrückt. Falsche Polizisten. bloß weil da ein Bild hängt, dass man hier in jedem Laden kommt. Freut mich, dass ihr euch so amüsiert. Hoffentlich habt ihr dann auch noch was zu lachen, wenn es ans Bezahlen geht. Bezahlen? Was? Den Hammel. Ich bezahle den nämlich nicht. Moment. Du bezahlst den nicht? Nee. Du hast keine Beweise, Franz. Da musst du schon in die Tasche greifen. Um was haben wir gewettet? Ob in Tenia eine Polizeistation ist oder nicht. Und gestern war da eine. Da ist keine. Du hast vielleicht geglaubt, da ist eine. Und über Glaubensfragen wetten wir nie. Ja, was gibt's? Ich bin eben an deinen falschen Bullen vorbeigefahren. So kurz hinter Kilometerstein 31. Hab's dir gerade abgehängt. Ich überlasse dir, ja? So in einer Viertelstunde müsste es über den Knaben sein.
Ach nee. Besten Dank, das höre ich gern. Was? Du überlässt sie mir? Kein Interesse. Es sei denn, du drehst gleich um und wir rauschen von zwei Seiten auf die Burschen los. Vielleicht können wir damit ein bisschen Eindruck schinden. Okay, bei der nächsten Gelegenheit drehe ich um. Günther, das geht sowieso nicht, die sind bewaffnet. Willst du dich nicht mal melden? Formel 2, bitte kommen. Descendez, ne essayez pas de fuir. Vous êtes provisoirement en état d'arrestation. Anzeige machen. Bin doch hier richtig bei der Polizei, oder? Oui, c'est la police. Ich wollte eine Anzeige machen. Do you speak English? Deutsch? Parlez-vous allemand? Allemand? Oui. Moi non, mais le chef parle allemand. Ah, der Chef? Oui, der Chef spricht. Kann man den irgendwie herkriegen? Er nimmt mal ein, der Chef. Ist nicht hier. Kann man den... Ah. Oui. Charles de Gaulle. Ah, c'est l'adresse, der Chef. Mais oui, monsieur. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Merci. Au revoir. Wo der Polizeichef wohnt? Der Chef de la Police? Aha. Du. Sie wollen mich sprechen. Wenn Sie der Polizeichef sind, ja. Ja. Lasst uns allein. Mein Name ist Franz Meerstorf. Ich bin Deutscher. Entschuldigen Sie, dass ich hier so reinplatze, aber auf Ihrer Wache konnte ich leider nichts loswerden. Ich habe eine Anzeige zu machen. Ich bin von zwei falschen Polizisten überfallen und ausgenommen worden.
Aber wozu denn die Hast, mein Freund? Setzen Sie sich. Entspannen Sie sich. Das ist doch Zeit. Viel Zeit. Sind Sie Deutscher? Ja. Bitte. Geben Sie mir die Ehre, mein Gast zu sein. Ich freue mich immer wieder, Deutsch zu sprechen. Es kommt leider selten genug vor. Kennen Sie Bonn? Ja, kenne ich. Sagen Sie, soll ich vielleicht lieber morgen wiederkommen, wenn Sie im Dienst sind? Eine schöne Stadt. Der Rhein. Romantik. Ich war da in unserer Botschaft. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich feiere die Hochzeit meiner Tochter. Warum feiern Sie nicht mit uns? Apropos. Wir haben einen Landsmann von Ihnen eingesperrt. Er erzählt uns eine Geschichte von falschen Polizisten. Er hat annehmen müssen, meine Beamten sind Banditen. Das kann ja nur mein Spannemann sein. Heißt der Willers? Wie gesagt. Woher wissen Sie das? Der Mann heißt wirklich Willers. Das ist kein Märchen, was der Ihnen erzählt hat. Da war eine Polizeistation in Tenia. In Tenia gibt es keine Polizeistation. Richtig, aber ich war da trotzdem eingesperrt. Die haben mich auf der Straße festgehalten wegen zu hoher Geschwindigkeit. Und nun hat Willers natürlich angenommen, Ihre Polizisten seien diese Banditen. Verstehen Sie? Eine schöne Geschichte. Ich habe ein Faible für gut erfundene Geschichten. Sie meinen doch nicht im Ernst, ich würde so eine unglaubliche Geschichte erfinden. Ein Freund tut für einen Freund alles oder fast alles. Das ist ehrenvoll. Es geht mir nicht um die Ehre, es geht mir... Wenn es Ihnen Freude macht, dann lass Sie mir gleich holen. Sie wollen ihn entlassen? Bon, ich lasse ihn aus der Zelle holen. Aber nur für die Dauer der Hochzeit, nicht länger. Das ist eine Anspielung auf mich. Sie danken Allah, dass ich Polizeichef geworden bin, weil ich sonst ein furchtbarer Räuber geworden wäre. So kann ich meine Leidenschaft als Beruf ausüben. Wollen Sie? Danke. Von wegen Anspielung. Das ist die bittere Wahrheit, fürchte ich. Aber findest du nicht auch, der Tabak schmeckt ein bisschen so. Ja, so schmeckt er. Ich fühle mich prima. Sag mal, kannst du hier irgendwo Frauen sehen? Nee. Da, so ein Schattenriss. Ich gehe jetzt die Braut küssen. Mach keinen Quatsch. Das ist doch kein Quatsch. Ich will die Braut küssen. Du hockst dich da hin, aber sofort. Sag mal, bist du verrückt geworden? Du bist doch hier nicht in München. Nee. Guck dir mal lieber hier die schönen Sachen an. Komm mal her. Aber weißt du, was noch schöner wäre? Nein. Das kannst du nicht machen. Wenn die dich dabei erwischen, dann ist der Spaß aber vorbei. Das ist ein schönes Stück, nicht wahr? Oh, sehr schön, ja. Gefällt es Ihnen? Oh, unheimlich. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Oh, und der Dolch hier ist so schön ziseliert, mit der Perle in der Mitte. Er gehört Ihnen. Was? Geben Sie mir die Ehre und nehmen ihn als Geschenk.
Und Ihnen diese kleine Aufmerksamkeit. Sie passt sehr gut zu Ihnen. Aber das können wir doch gar nicht annehmen. Wieso? Gefallen Sie Ihnen nicht? Doch, doch. Aber die Sachen sind so wertvoll. Wenn Sie uns so einen einfachen Dolch geben würden, das wäre schon ein großes Geschenk. Das ist für Sie. Vielen Dank für alles. Und du halt die Ohren steif. Aber dreh nicht durch. Ich will mal sehen, ob ich die Jungs von unserer Botschaft ein bisschen aktivieren kann. Und wenn sie nicht spuren, dann werden sie Franz Meerstock mal kennenlernen. Die warten bestimmt schon drauf. Nimmst du meine Sachen auch? Ja. Die Zelle darf ich hier wohl kaum mitnehmen. Oder lassen Sie mich frei? Ihre Freiheit liegt nicht in meiner Hand. In 2 Tagen oder in 3 kommt der Staatsanwalt. Und der wird entscheiden. Bon voyage, mon ami. Es wäre schön, wenn es die falschen Polizisten gäbe. Noch schöner wäre es, wenn wir sie hätten. Sie wundern sich, uns so schnell wiederzusehen, mein Freund, und auf diese Weise, nicht wahr? Hm. Aber es ist nicht unsere Schuld. Sie haben uns gezwungen. Wieso? Ich verstehe kein Wort. Sie werden gleich verstehen. Ich muss Sie leider bitten, mir die Geschenke zurückzugeben. Ihre und die von Herrn Willers. Warum haben Sie uns das Zeug dann erst geschenkt? Ich hatte leider keine andere Wahl. Sie und Ihr Freund Willers, Sie haben meine Waffen so sehr bewundert, dass ich nicht anders konnte. Ohne mein Gesicht zu verlieren. Und warum nehmen Sie mir das Zeug hier auf offener Straße ab? Tja, aber mein Freund, hier verlaufen die Grenzen meines Distrikts und meine Gastfreundschaft endet hier. Das ist von meinem Großvater über meinen Vater auf mich übergegangen. Sie ist aus Silber und kommt aus Marokko. 2 sind dabei umgekommen. In der Wüste verdustet. Verstehen Sie doch, bei Ihnen zu Hause wäre das nur irgendein Schmuckstück. Ich habe noch eine Frage. Wenn Sie schon der Polizeichef sind, warum haben Sie Ihre Uniform nicht an? Aber es handelt sich um eine Privatangelegenheit. Und private Dinge erledigt man privat. Gut, Sie können jetzt fahren. Wir haben den gleichen Weg bis zur nächsten Ortschaft. Thank you.
Hallo. Das ist aber nett, zwei so liebe Bekannte wiederzutreffen. Habt ihr Feierabend oder seid ihr im Dienst? Dann müsst ihr nämlich eure Arbeitsklamotten anziehen. Was ist? Hat's dir die Sprache verschlagen? Wir haben doch immer so nett miteinander geplaudert. Katzin, Senkorn, Deutschmark, aber Dalli. Nix, Dalli. Hände hoch. Sie waren eigentlich gar nicht gemeint. Naja, gibt es doch wirklich Ihre beiden falschen Polizisten. Er lief so schnell über die Straße, dass wir uns mal anschauen wollten. Normalerweise läuft man hier nicht. Erst recht nicht schnell. Hey, Franz! Hey! Jetzt habe ich schon gerade gedacht, die haben dich auch. Ich darf dich mitnehmen als Belohnung für mich. Ist ja toll. Sind das deine? Ja. Schöne Belohnung. Was sind Sie? So. Da ist noch eine Kleinigkeit. Ah. Die Sache mit dem Hammel. Ich? Ich doch nicht. Dann nehme ich die auch gar nicht erst mit. Okay. Der nächste geht auf mich. Meine Geschenke, kannst du mir gleich rüberreichen. Du hast vielleicht Sorgen. Komm bloß weg hier.